Ja, hi Leute, wir begrüßen euch hier vom Flussufer. Wie ihr seht, ist der Spätherbst längst verflogen. Wir sind dick angezogen. Wir befinden uns mitten im Herbst, mitten im November. Wir haben eine Außentemperatur von 13 Grad, eine Wassertemperatur von ebenfalls 13 Grad und es geht jetzt eigentlich in die richtig heiße Phase des Jahres. Natürlich hat auch diese Periode im Jahr ihre ganz eigenen Gesetze und Anforderungen an den Angler, die es zu beachten gibt, um die Fische zu finden und zu fangen. Und genau darauf möchten wir eigentlich im Folgenden eingehen und euch die Details unserer Herbstangelei nahe bringen. Ja, der Hannes hat es ja schon gesagt, es geht ums Herbstangeln. Und wenn wir uns über das Herbstangeln unterhalten, orientieren wir uns nicht am Kalendermonat und nicht am Tag, am Datum, sondern wir schauen immer nach der Wassertemperatur. Wir periodisieren unser Jahr komplett nach der Wassertemperatur. Und Herbstfischen beginnt für uns im Prinzip immer dann, wenn die Wassertemperatur nach den warmen Sommermonaten zum ersten Mal die erste krasse Tendenz nach unten nimmt. Dann wird die Herbstfischerei eingeläutet und natürlich wollt ihr jetzt auch eine Gradzahl dazu hören. Ich sage jetzt mal, wenn wir wirklich das erste Mal deutlich unter die 20 Grad gehen, so 17, 18 Grad mit dem ersten Temperatursturz, beginnt das Herbstangeln. Aktuell haben wir 13 Grad, es ist jetzt weiter runtergegangen, die Wassertemperatur, aber immer noch in einem sehr, sehr guten, interessanten Bereich. Und für uns endet die Herbstfischerei, wenn das Wasser sich unter die 8 Grad bewegt, also die Wassertemperatur sich unter die 8 Grad bewegt, weil dann wird es wirklich irgendwann schwierig, dann werden die Fische zunehmend träge und dann gibt es wieder andere Möglichkeiten und Dinge, auf die wir achten müssen. Aber was wir beim Winterangeln machen, das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. Und heute nehmen wir euch mit auf eine Session Herbstfischen. Ja, für uns Angler ist es natürlich immer wichtig, wenn wir erfolgreich sein wollen, dass wir uns überlegen bzw. dass wir versuchen uns vorzustellen, was jetzt gerade unter der Wasseroberfläche passiert. Und das ist natürlich bei der Herbstfischerei nicht anders. Auch hier müssen wir erst wissen, was passiert unter der Wasseroberfläche, was machen die Fische und dann können wir dementsprechend reagieren. Was passiert im Herbst? Also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, die Wasserpflanzen sterben ab. Das Wasser wird zunehmend klarer, oftmals haben wir auch niedrige Wasserstände, die Wassertemperatur sinkt und im Zuge dieser Entwicklung werden sich die Futterfische, die Weißfische in tiefere Regionen zurückziehen, weil einfach der Schutz durch die Krautfelder fehlt und es ist generell so, dass natürlich auch die Raubfische, die ja immer darauf bedacht sind, möglichst leicht an Nahrung zu kommen, diesen Futterfischschwärmen folgen. Was eben zur Folge hat, ich habe es ja gesagt, die Köderfische ziehen sich in tiefere Bereiche zurück. Und das bedeutet einfach auch, dass die Waller diesen Futterfischschwärmen folgen. Und wir treffen jetzt im Herbst zunehmend die Fische auch in tieferen Regionen an. Ja, und ganz wichtig für uns Angler ist natürlich auch immer das Wissen um die Aktivitätsphasen der Raubfische. Sind die Welse jetzt tatsächlich noch aktiv auf Futtersuche? Oder sind sie schon eher passiv, wie das oft im Winter oder auch im Sommer bei extrem warmem Wasser der Fall ist. Jetzt bei einer Wassertemperatur wie heute 13 Grad gehe ich davon aus, dass die Fische noch aktiv sind, dass sie noch fressen. Wahrscheinlich, oder ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie jetzt noch relativ häufig aktiv sind, weil so 13 Grad, die Tendenz geht ja immer weiter runter. Die Fische merken, es wird kälter, die müssen jetzt noch mal fressen, einfach um sich die Reserven für den Winter zu holen. Und jetzt im Herbst haben wir durchaus noch relativ häufig Aktivitätsphasen, die nicht selten auch mehrere Stunden dauern können. Und dem müssen wir als Angler gerecht werden. Und wie das geht, das erklärt euch gleich der Hannes. Weil es natürlich grundsätzlich so ist, dass sich niemals alle Fische gleich verhalten, ist es wichtig, dass man in der Herbstangelei während des Temperaturverlaufs, den Sven eben beschrieben hat, flexibel bleibt. Das heißt, man sollte seine Plätze so auswählen, dass man sowohl Fress- als auch Standplätze anangeln kann. Weil es gibt mit Sicherheit vermehrt Fische, die auf Nahrungssuche sind und auf den Fressplätzen zu finden sind dadurch. Aber es gibt auch schon teilweise Fische oder die Möglichkeit besteht, dass es Fische gibt, die sich schon abgelegt haben und eher passiv agieren. Also das heißt, eher liegen, schon kurze Wege haben, nur noch zum Fressen und nicht mehr so diese weiten Strecken zurücklegen, um Futter aufzunehmen. Wenn wir jetzt eine Route am Stand und am Fressplatz haben, dann
greifen wir sozusagen beide Varianten ab und gehen sicher, dass wir definitiv beide Fische oder beide Möglichkeiten abgedeckt haben. Es kann uns der Fisch nicht durch die Lappen gehen, den wir auf dem Futterplatz antreffen, auf dem Fressplatz. Und es kann sein, dass wir einen Fisch fangen, den wir erwischen, weil er einfach oder weil wir ihm die Köder direkt vors Maul gelegt haben. Ja, und während ich jetzt hier so lose über Stand und Fressplätze rede, werden sich jetzt wahrscheinlich einige von euch fragen, was ist denn eigentlich ein Stand und ein Fressplatz? Wie finde ich denn das? Ja, also grundsätzlich ist es so, natürlich wird dort gefressen, wo es Futter ist, und wenn wir das Futter finden, den Futterfisch ausfindig machen, dann sind normalerweise die Welse auch nicht weit. Das heißt, wenn ich beispielsweise beim Fiedern Erfolge in bestimmten Tiefen habe oder auf bestimmten Streckenabschnitte vermehrten Weißfischkontakt habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich dort auch Welse fangen kann. Und der Standplatz, der zu dem jeweiligen Fressplatz gehört, der ist meistens gar nicht weit weg von dem Fressplatz. Der Waller sucht sich einen Bereich, wo er sich einstellen kann, ohne besonders viel Energie zu verlieren, um zum Futter gelangen. Also sind es meistens wirklich kleine, dezente Kanten oder Strukturveränderungen im Boden oder vielleicht auch mal ein Baum, der nahe vom Futterplatz liegt, wo der Wels sich dann aufhält. Er stellt sich dort ein, nimmt sich Futter und geht wieder zurück. Und dieses Wechselspiel und diese Wege, die er da geht, die werden halt im Verlauf der Zeit immer kürzer. Und genau daran müssen wir unsere Angelei eben auch anpassen. Was ebenfalls auch noch sehr wichtig ist, während dieser Temperaturphase, wenn es so 13 Grad, 10 Grad und noch auf die 8 Grad geht, ist definitiv davon auszugehen, dass sehr viele Fische wirklich aktiv unterwegs sind. Und wenn ich dann an einem Platz angel und ich bekomme einen Abend lang keinen Biss und keine Aktion, dann kann ich davon ausgehen, dass ich nicht an einem Platz bin, wo Welse unterwegs sind, weil sonst hätte ich den Biss. Dann liegt es definitiv am Platz. Ich sollte den Platz wechseln, eine andere Wasserfläche abfischen und werde auch dann schon in der ersten Nacht merken, ob ich richtig oder falsch bin. Und dementsprechend muss ich die Angelei natürlich dann auslegen und fortfahren damit. Ich hatte euch das ja vorhin in der Einladung schon gesagt, dass wir im Herbst eben auch mit besonderen und auch schwierigen Gegebenheiten oftmals zu kämpfen haben. Und die zwei Hauptkandidaten, die uns da oftmals versuchen, einen Strich durch die Rechnung zu machen beim Herbstfischen, das ist zum einen der Wind und eben auch das Treibgut. Ich hatte das auch schon mal kurz erwähnt, dass wir als Angler wirklich ganz akribisch darauf achten sollen, oder darauf achten müssen, dass wir die Schnüre sauber halten, denn nur eine saubere Schnur über einen längeren Zeitraum bringt uns zum Fisch. Wenn wir Dreck einsammeln mit der Schnur, wenn sich immer mehr Dreck dort verfängt, das ist letzten Endes das sogenannte Schneeballprinzip. Der Dreckklumpen, die Krautfelder in der Schnur werden immer größer, weil da, wo schon Kraut hängt, wird auch zwangsläufig das nächste vorbeitreibende Kraut wieder hängen bleiben. Und das führt zwangsläufig dazu, dass uns irgendwann in der Nacht die Rute einfach abreißt und die Rute im Prinzip nicht mehr aktiv ist. Die wird uns in der folgenden Nacht keinen Fisch mehr bringen. Also da müssen wir darauf achten, die Schnüre sauber zu machen. Und was eigentlich noch besser ist, als immer wieder Schnur sauber zu machen, ist, dass wir schon beim Auslegen der Montagen uns die Strömungsverläufe anschauen und vielleicht die Schnur versuchen so zu legen, dass sie nicht direkt presst, so in der Strömung hängt, dass sie zwangsläufig Kraut fängt, sondern dass man vielleicht ein bisschen abseits der Strömung die Schnur legt, dass wir halt einfach in einem ruhigeren Bereich bleiben mit der Schnur, wo eben nicht ständig die Krautfelder vorbeigetrieben kommen. Ja, natürlich grundsätzlich könnt ihr auch schon bei der Platzwahl darauf achten, dass eben dieses krautfreie Angeln möglichst gegeben ist. Ja, es bringt nichts, an einem super Platz zu angeln, wo ihr ständig einfach die Ruten abgeräumt bekommt, weil ihr Kraut sammelt. Ein weiterer Aspekt ist der Wind. Der Wind, das himmlische Kind, kennt ihr alle. Die Windgeschwindigkeit nimmt im Herbst zu. Wir haben oftmals wirklich windige Nächte. Und Wind bedeutet immer, dass die Schnur auch anfangen wird zu singen. Gerade wenn wir jetzt abgespannt haben, ist das ein großes Problem. Was können wir da machen? Wir können versuchen, etwas die Spannung aus der Schnur rauszunehmen, aus der Rute rauszunehmen. Und wir können auch mit dem Durchmesser der Schnur etwas runtergehen. Natürlich nur so weit runtergehen, dass es für euch immer noch vertretbar ist, dass ihr immer noch das Gefühl habt oder auch die Gewissheit habt, die Schnur wird im Drill halten. Was wir noch machen können, wir können versuchen, die Montagen umzulenken. Und auch einfach aus dem Wind rauszunehmen. Viel mehr Möglichkeiten haben wir leider nicht. Die richtige windige Nacht ist einfach schwer zu angeln. Und wenn die Schnüre singen, gerade beim Abspannen, wird uns das oftmals keinen Fisch bringen.
So, also ich halte jetzt hier einfach mal die Kamera drauf, wie Sven sein Vorfach am Zusammenknoten ist. Und zu den Montagen gibt es eigentlich grundsätzlich zu sagen, dass es auch im Herbst an den Bedingungen hängt, mit welcher Methode wir zum Erfolg kommen, mit welcher Montage wir zum Erfolg kommen. Wir müssen sehen, wie sieht das Gewässer aus, wie sieht der Platz aus, den wir befischen möchten, wie sehen die Witterungsbedingungen bzw. wie sieht der Wasserstand aus. Grob erklärt, wenn ich Hochwasser habe, dann brauche ich nicht quer zur Strömung mit einer U-Pose zu angeln. Das wird nichts, aufgrund des eben schon angesprochenen Krautsalats. Andererseits, wenn ich normalen Wasserstand habe, macht es aber eben auch Sinn, einfach mal mit einer U-Pose auf Grund zu angeln. Besonders dann, wenn ich die passiven Fische ansprechen möchte. Es ist also immer so, dass es keine Faustregel gibt. Es ist letztendlich immer eine Sache der Einschätzung und des persönlichen Gefühls und auch letzten Endes des Platzes, was getan werden muss oder sollte. Muss ist immer so zwingend, sollte. Der Motor läuft und wir werden jetzt die erste Rute auslegen, weil im Herbst ist halt auch, es wird halt schon früh dunkel. Deswegen wollen wir gucken, dass wir jetzt die Ruten rausbringen. Und Hannes hat ja vorhin schon gesagt, wir versuchen im Herbst auch Stand- und Fressplätze zu fischen. Wir suchen uns jetzt hier, das ist halt so eine Ausfahrt bzw. so ein Auslauf von so einem Nebenarm. Und da, wo das quasi auf den Hauptstrom trifft, bildet sich eine Strömungskante und genau an dieser Strömungskante halten sich Futterfische auf und genau da legen wir jetzt einfach mal eine Rute hin. In der Hoffnung und in der Annahme, dass da heute Nacht oder vielleicht auch jetzt schon gegen Abend eine hungrige Wels vorbeikommt. Ja, ist jetzt hier auch schon für den Abschnitt ein etwas tieferer Bereich und wir sehen jetzt hier wunderbar, jetzt geht es nochmal weiter runter von eben 3 jetzt auf 4,5 Meter. Es ist relativ viel Struktur am Boden, es sind so Wellen, das heißt, es sind überall Vertiefungen, Steinplatten, wo die Fische sich einfach auch verstecken können. Und das ist halt in Verbindung mit der Strömungskante jetzt hier wirklich ein sehr interessanter Bereich. Ja. Ja, Jungs und Mädels, es ist schon dunkel geworden, typisch Herbst. Es ist noch ganz früh am Abend, aber die Sonne ist weg. Es geht jetzt langsam los, wird interessant. Jetzt, bevor es aber losgeht, oder bevor wir uns zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, noch mal ein Wort zu Ködern im Herbst. Also grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass es durchaus lohnenswert ist, mit großen Köderfischen zu agieren, weil sie einfach, wenn man lebende Köderfische einsetzen darf, ist definitiv gut, mit großen Ködern zu arbeiten, weil sie durch ihre vielen Bewegungen und heftigen Bewegungen eben deutlich auf sich aufmerksam machen. Und das spricht eben die Fische, die im Fressrausch sind, extrem an. Und wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Attacken auf unseren Köder erfolgen, zwischen dem ganzen Sammelsurium an anderen Ködern, die rundherum noch schwimmen. Allerdings gibt es auch wieder hier die Ausnahme. Wenn man an Gewässern unterwegs ist, wo im Jahresverlauf sehr viel geangelt wird, dann macht es auch Sinn, dass man am Jahresende eher kleinere Köderfisch bringt, weil die Waller generell eher über den ganzen Jahresverlauf mit großen Ködern beangelt werden und durchaus auch lernen, Gefahr damit zu verbinden. Und der Gefahr, die Waller mit dem Köder, mit dem großen Köder zu vergrämen, geht man eben mit dem kleinen, dezenten Weißfisch oder ähnlichem aus dem Weg. Ja, und wenn wir dort angeln wollen, wo eben der lebende Köderfisch verboten ist, machen auf jeden Fall auch trotzdem Köderfische Sinn in toter Form. Das sind
bestens geeignet, einfach die zum Beispiel Forellen, die man im Supermarkt kaufen kann, die kann man leicht beschaffen. Dadurch, dass sie eh tiefgefroren sind, kann man sie dann auch gut aufbewahren und lagern und nimmt sie dann eben mit, wenn man sie braucht. Kann man sich auch immer schon mal einen kleineren Vorrat zu Hause anlegen. Wir haben aber auch festgestellt, dass insbesondere, wenn die Fische zunehmend passiv werden, was ja definitiv im Herbst, im Verlauf des Herbstes auch passiert, dass dann eben auch sehr geruchsstarke Köder gut sein können. Ja, also gedippte Würmer, gedippte Kalamari oder Kombiköder von beidem. Da denke ich, muss man einfach auch ausprobieren. Wir machen das dann so, dass man, wenn wir sowieso haben wir sowieso mehrere Ruten im Wasser, dass man dann halt wirklich einfach die Ruten mit unterschiedlichen Ködern bestückt. Und dann sieht man einfach auch, was genau an der, bei der Session am besten läuft. Und dann kann man die anderen Routen eventuell noch nachrüsten oder umbauen. Weil oft ist es auch im Herbst so, kennen wir ja auch von anderen Jahreszeiten, dass gerade ein Köder besonders gut geht, besonders gerne genommen wird. Und das ist im Herbst ganz genauso. Ja. Ja. Also, wir gehen jetzt in die Nacht. Und wenn wir Erfolg haben, seid ihr dabei. Ansonsten sehen wir uns morgen früh. So Leute, guten Morgen. Die Nacht Herbstfischen ist vorbei. Ich hoffe, dass ihr mich einigermaßen verstehen könnt, weil es ist ein sehr windiger Morgen und ich weiß nicht, ob das Mikrofon uns da wirklich sauber wiedergibt. Aber wir versuchen laut zu sprechen und dann müsste es gehen. Ja, Wind ist ein gutes Stichwort. Wir hatten eine extrem stürmische Nacht, in der es auch teilweise richtig heftig geregnet hat. Wir haben ziemlich unruhig gepennt. Ja, und unterm Strich müssen wir einfach sagen, die Realität hat uns eingeholt. Steht ein Blank zu Buche, wir haben keinen Fisch gefangen, wir hatten nicht mal einen Biss. Komplett Zero, würde Franzose sagen. Aber wir haben ja gestern schon gesagt, dass bei der Platzwahl im Herbst einfach oft das Problem ist, beziehungsweise dass es im Herbst so ist, wenn wir unsere Plätze auswählen und haben dann nach einer Nacht keine Aktion, dass wir dann wechseln. Wir fahren jetzt nach Hause. Wenn wir jetzt aber noch eine Nacht weiter fischen würden, würde das für uns heute bedeuten, natürlich Moven, neuer Platz, ganz klar. Ja, ich denke, ansonsten habt ihr die wesentlichen Informationen übers Herbstfischen bekommen. Weitere Dinge brauchen wir jetzt dazu gar nicht mehr zu sagen. Kleinigkeit noch, in der nächsten Ausgabe, die im März erscheint, geht es dann ums Winterfischen. Warum, habe ich euch ja schon erklärt. Und wir geben uns Mühe, dass wir bei der Wintersession einen Fisch zeigen können und wenn nicht, ist es eben auch so. Fischen ist Fischen und wenn es nicht Fischen wäre, hieß es Fangen. Ja, also Leute, bleibt am Ball, wir sehen uns auf den Messen, habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao Leute.